Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 mit Sparta und Gorgo. Sind wir im Krieg mit den Khmeren? Und Robert dachte sich auch, ja, das sind meine Freunde und Freunde sind Fische sind Freunde, keine Futter. Das hat keinen Zusammenhang, ich weiß, tut mir auch leid. du gehst mal hier hin, weil da ist das nächste, glaube ich. Oder nee, die Ermitage ist ja. Wow. Ja. Aber ich stehe gut defensiv, glaube ich. Muss auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht hier oben durchsneaken. Gut, es hat, jede Stadt hat, glaube ich, eine Mauer. Also kann ich Fernkampf statt Fernkampf machen. Und. Was? Feindliche Spion. Wir haben ein Deal. We have a Deal. Museen stehen im Kampf um Kultur von Gut gegen Böse an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. Michael Piotrowski, Direktor der Ermitage. Alter, richtig nice, richtig nice. Wenn wir nachts zu den Sternen aufblicken, leuchtet alles, was wir sehen, aufgrund von ferner Kernfusion. Die Sonne ist Kernfusion. Ich möchte es so gesagt haben. Also. Wie wär's mit Panzer? Panzer! Das hat ja jetzt Plätze gegeben, oder? Skulpturporträt, Landschaft. Alter, fuck. Und du machst Schrift. Eine Schrift. Künstler. Auch ein Künstler. Das ist jetzt unangenehm, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall wollte ich hier einen Flugplatz bauen. Damit wir auch ein bisschen schneller hier sind. Von hier, da können wir Lufttransporte tun. Und alles ist nice. Zack, gut. Der Krieg hat noch keine großen Auswirkungen aus Auckland. Ich verwechsel das immer mit den Khmeren. Haben wir sonst noch irgendwo Leute, die uns nicht gefallen? Die Khmer möchten die Stadt hier haben. Warum sind die vor allem so groß? Hat sich ziemlich verbreitet, dieser, wie heißt der? Der Chaha Warman. Kahavaraman, Marmran, Allah, nein, ich weiß kein Inder, aber trotzdem, mag den Akzent gerne. Ein Dialekt. Ein Akzent, das ist ein Akzent. So rum war's. Mach mal nach Genf, komm. Genau wegen dem. Stadion, yay! Was? Wo bin ich? Orientierung? Da ist meine Hauptstadt. Ich muss langsam mal. Ich habe ein bisschen Geld, ich kann aufrüsten. Ich kann ein bisschen aufrüsten. Okay, gut. Was ist das? Genau darum müsste ich aufpassen. Das Problem ist, dass eine Fernkampfeinheit. Aber es ist nicht stark. Was? Besiegt? Direkt zerstört. Alter. Ja, komm mal ran auf den Meter. Komm mal ran hier. Kann ich kaufen? Nur Siedler, Handwerker, eine Drohne. Fernbelangseinheiten. Nee. Und jetzt dauert lange, ja, egal. Komm ran, komm. Ich bin auf dem Wasser vielleicht unterlegen gegen dich. Aber an Land.
Mitnichten, du musst zuerst mal zu mir kommen. Künstler 5000. Nee, das habe ich noch lange nicht. Jupp. Kannst du haben. Was? Industriegebiet. Ach nee. Das ist einfach kaputt. Das ist einfach kaputt gemacht. Das ist nicht nett. Man kann die Zukunft niemals gemäß der Vergangenheit planen. Das bringt mir ja Kultur, oder? Wenn ich das tue. Es fehlen noch ungefähr was ein bisschen mehr wie 50. Fabrik, ein Wasserpark. Abbauen wir eine Fabrik, ein Gewinne. So, hier. Habe ich es gemacht? Also, es war schon. gut, dann. Ich hoffe mal. Was macht der? Ich vergesse das jedes Mal, ne? Das aufrüsten müsste. Aufrüsten müsste. Das reimt sich. Frist ist. Nee, nicht ganz. Es klingt nur ähnlich. Kann ich das auch bombardieren, damit der Händler weg ist? Gebäude geplündert. Das ist ein dunkles Zeitalter, ha? Ein normales, okay. Morgen läuft es lügen, sonst ist es erfolgreich. Offensive wird zu den Waffen gehört. Ausgrabenes Artefakt. Ja, komm. Da ist gerade das. Lol. Was zum Fick? Das sind barbarischen Helikopter? Ohne Shit. Ohne fucking Shit. Ja auch? Was ist los, Mann? Was geht ab? Das ist jetzt gerade ein bisschen. Holy shit. Komm. Da. Aber haben die Helikopter, die Barbaren? Das sind aber keine Barbaren mehr. Deutliche Niederlage. Brr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 r
Angriff. Was sind das? Hongkong? Ach nee, das ist schade. Schade, schade. Bau mal ein Düsenjäger. Du machst Bereitschaft. Also Philipp. Freundschaft verkünden. Was? Da auf die Botschaft. Na gut. Ist ja mal gut, Mann. Hier hast du eine Botschaft. Freundschaft. Ist ja kein Freund. Was? Ach, Manu. Ich möchte doch nur Freunde haben. Ein paar Freundchen, Freunde. Und dann ist alles nice. Nice, McNeisenstein. Handelsweg geplündert. Diese Schotten, die Barbaren und die Schotten. Beides dasselbe. Ich möchte das aber auch plündern. Lass mich das plündern. Ich möchte auch Frieden. Weil diese Macht einfach geht ja jetzt nicht. Da geht nur noch das, ne? Ja, reparieren habe ich. Aha, das wird noch besetzt. Da ist es down. Black Hawk down. Gut, harte Black Hawk down. Dann kannst du noch befördern. Hier. Dann. Gehst du mal darüber und. Ist es fertig? Warum komme ich da nicht hin? Schade. Ich hätte es viel besser gedacht. Also für effektiver. Aber wie es ausschaut, ist es nicht so. Alter, ich kann die Infanterie aufrüsten. Dann machen wir das doch. Also machen wir das. Da können wir nicht. Haben wir irgendwo noch eine Infanterieeinheit? Nee. Du bist Muscat, Spanien. Gut, na gut. Dann soll es so sein. Als Einheit benötigt Befehle. Nice! Der erste Nationalpark der Welt bestätigt, was einige weitsichtige Naturschützer von schon immer wussten. Wir müssen die Schönheit Griechenlands für die zukünftige Generation erhalten. Da haben wir jetzt ein Naturschutzgebiet. Mit dem Wild und so. Ah. Da kann man jetzt nichts drauf bauen, aber es bringt, glaube ich. Warte mal kurz, Nationalpark. Nationalparks. Wenn er Nationalpark ist, kann es sehr positiv auf Tourismus. Mhm. Das müssen so unter. Oder Berge sein. Oder Antwort. Ah, da steht's ja. Wir müssen derselben Stadt zugehören. Die Felder müssen zusammenstehen. Hängend sein und eine vertikale Trautform bilden. Auf keiner der Felder darf sich eine Modernisierung oder ein Bezirk befinden. Müssen Natur oder Berge sein. Das ist hier bezaubernd. I see, I see. Also hätte ich das, könnte ich hier auch eins draus machen. Nur das Problem ist, da muss alles eingeschlossen sein, ne? Von der Stadt. Jetzt schauen wir mal kurz, wie viel das denn das bringt. Das hat also hier. Ah, hier ist es bezaubernd. Ah, bringt mir noch nichts. Bringt mir leider noch nichts. Schade, Banane. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwelche Gegnasse im Weg. In der Nähe? Nee, gut, dann. Ich habe wieder was vergessen, ne? Das ist schon schlimm hier. Schon schlimm. Decree.
Es sammelt sich hier ein bisschen, ne? Er wird sterben. Er ist tot. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Alles mal wegmachen hier. Und das geht. Ich glaube, es geht so. Das ist schon krass, ne? Der hat alles zugebaut. Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift: Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Robert Burton. Schauen wir noch kurz zu, wie es hochgebaut wird. Da ist man mit Ezio immer rumgejumpt. Deswegen ist es cool. wo bist du? Da unten. Geh mal nach Akurana. Stockholm bringt mir mehr. Du machst Bereitschaft. Und du gehst hier ein bisschen runter. Ich möchte doch ein bisschen aufrüsten mit der Verteidigung. So ein kleines bisschen auf jeden Fall. Bauen wir hier Armada. Na gut, alte Armada. Ich mag Anführer, die sich eine weiteren Streitmacht umgibt. Ja, ich bin dabei. Auch ein bisschen auszubauen. Da kommen die Lümmel. Und Hongkong, sehe ich das richtig? Aha. Das Problem ist, es ist eine Luftabwehr, ne? Wie weit kommt die Artillerie eigentlich? 2. Das ist auch nicht der Hit, ne? Ich möchte da drauf drücken. Wie wär's mit dem Bomber? Da kann ich die bombardieren danach. Das ist so mühsam, ne? Dass die so viel kaputt gemacht haben. Ein Raketenkreuzer. Das könnte reichen für nächste Runde. Mwahaha! Oh nein, das ist ja Hongkong. Wow, ne? Dein Hirn ist wieder 1A. Sterb, Dinge. Ah. Oh, fuck. Das ist ja bei uns. Okay. Er hat genug. Das war ja bei uns. Ich muss hier auch ein bisschen defensiv aufbauen, glaube ich. Gut. Feind hat Partisanen rekrutiert. Nur eine Stadt bedrohen. What? Oh fuck. Das ist kacke. Schon ewig und seit Ewigkeiten ist es die nächste große Sache gewesen und sie ist so aufregend und fesselnd, dass man sich leicht mitreißen lässt. Man kann die Zukunft niemals gemäß der Vergangenheit planen. Okay. Gib mal her, gib mal her. Schön, lecker, lecker Geld. Ich muss aufrüsten. I see. Kann ich hier nichts sonst kaufen? Mhm. Bau du mal ein Panzer. Kann das Luftangriffen angreifen?
Stirb! Das hat riesen Reichweite, ne? Der Bomber. Ach so, geht das. Ich habe mich in meiner letzten Let's Play schon gefragt, wie man Weltwunder macht, Atombomben und so weiter. Es geht so einfach. Zack. Führungsstil von Touches Magnus ist ein Ausdruck höchster Staatskunst. Das kann noch nichts, ne? Wie es ausschaut. Das kann noch nichts. Wo ist Künstler? Ich habe jetzt kein Geld mehr. Das. Bald. Gesandte! Wo haben wir noch keine Gesandte? Ich meine natürlich. Keine. Souverän, wir sind fast in allen Souveränen, das ist auch richtig gut. Und der Zechstristen? Der hat nur eins hier. Philipp hat jetzt auch eins, aber hier sind wir. Wir sind auf krass weit vorne. Wir müssen nur hoffen, dass wir das rechtzeitig noch hinkriegen. Dass das auch. Ja gut, wir müssen es auch ein bisschen aushalten. Frieden. Ja gut, du kannst Frieden haben. So. Jetzt fehlt noch der Robert. Der Robert fehlt noch. Ui, ist schon wieder so spät, ne? Das war's in dem Fall wieder für diesen Part. Jetzt gehen wir mal schneller. Schaut mal auf die Uhr. Alter, wirklich? Das ist das, ne? Das triggert mich gerade ein bisschen. Und die haben noch Spaß dabei. Jetzt mache ich das noch. Okay, dann machen wir das noch. Dann machen wir diese Runde. Wir sind eh schon drüber. Da können wir diese Runde auch durchziehen. Da ich sie ja eh schon angefangen habe. Kann ich? Nee, ich komme nicht drüber. Warum? Tja. Der Bomber hat gesiegt. So, Literatur. Du bringst, was bringst du? Du bist ein Schriftsteller. Gut. Gut. Statt für einen Kampf. Dumm. Ein zweiter? Kannst du noch angreifen? Nee, schade, Banane. Ja gut, dann jetzt war es das aber, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Part, wir haben jetzt wieder Krieg mit dem Robert. Haben wir, glaube ich, im letzten Part schon angefangen. Und der hat hier barbarische, das sind eigentlich nur neutrale Einheiten. Eine Revolution oder sowas, ein Bürgerkrieg. Oh, das ist ein Problem, das wir gerade ein bisschen haben. Aber das werden wir schon hinkriegen. Und ich hoffe, ihr schaltet übermorgen wieder ein, wenn es wieder heißt Civilization 6. Macht's gut und gute Nacht. Ciao.